Venedig. Sehnsuchtsort von Individualisten und Ziel der Massen ebenso. Der Spagat zwischen Ewigkeit und Vergänglichkeit, zwischen Poesie und Disney World und die Erkenntnis, dass Größe nicht ohne Beschädigung zu haben ist, gehört hier zur täglichen Inszenierung und ist von schauerlicher Attraktivität. Die europäische Geschichte ist ohne Venedig nicht vorstellbar. Zwar verlor die Republik im 18. Jahrhundert endgültig die politische Macht, doch bis heute hat ein geballtes kulturelles Erbe überlebt und ein Blick auf den Markusdom, Byzanz lässt grüßen, schafft die Gewissheit, dass der Mensch zu Großem fähig ist, wenn seine Umstände es zulassen. Den meisten Besuchern allerdings reicht die Seligkeit, die ein paar Stunden Entschleunigung hervorbringen kann. Staunend treiben sie durch die Kanäle und die Wucht der Eindrücke mag so manchen überfordern. Das künstlerische Schaffen hat seit Jahrhunderten einen festen Platz in dieser Stadt und das auf höchstem Niveau. Hier wurde Geschichte nicht nur gelebt, sondern gemacht und es erstaunt nicht, dass Christian Zott, Mastermind des Projektes Kairos, der richtige Moment, diese Stadt als Premierenort für die Ausstellung ausgesucht hat und ihren logistischen Schwierigkeitsgrad als Herausforderung annimmt. Da wir gerne mit dem Schwierigsten beginnen, um auszutesten, ob es wirklich geht, haben wir uns Venedig ausgesucht, weil dort können Sie mit der Spedition, mit einem LKW ja nur zu dem Hafen gehen und dann müssen Sie die Container auf ein Boot verladen, müssen hierher kommen und dann müssen Sie auch noch den Weg zwischen der Bootanlegestelle und der Bibliotheca Marciana, in der unsere Ausstellung stattfindet, also gegenüber dem Dogenpalast auf dem Markusplatz, erstmal hintransportieren und dann brauchen sie starke Menschen, weil die Ausstellung ist im ersten Stock dieses ehrwürdigen Gebäudes und dann werden sie raufgetragen. Also der logistische Anspruch war, lassen uns einfach am Anfang schon bewältigen, weil dann werden wir alle anderen Ausstellungsplätze schaffen. Im großen Saal der Bibliotheca Nazionale Marciana, unter der perfekten Renaissance-Decke, baut ein 16-köpfiges Team die Ausstellung auf, die dem Kunstinteressierten die Möglichkeit bietet, 2000 Jahre Kunstgeschichte nachzuvollziehen, geschichtliche Ereignisse kennenzulernen, die bisher ungemalt blieben und jetzt von Wolfgang Petracchi, dem Ausnahmekünstler, in eine eigene Bildwelt in der Handschrift epochaler Maler umgesetzt wurden. Früh am Morgen, wenn selbst der internationale Tourismus noch schläft, wenn im Café Florian die Stühle noch auf den Tischen stehen, wenn die Brautpaare den fast leeren Markusplatz nutzen, um ihr Glück unerschütterlich in Pixel zu konservieren, dann ist auch die Augusto schon da, mit dem ersten Container für die Ausstellung, gefüllt mit all dem, was nötig ist, um die Ressourcen der alten Bibliotheker zu schonen und doch die Moderne mit ihr zu verbinden. Die 16 Männer und Frauen um den Projektleiter Christian Münzberger arbeiten präzise wie ein Uhrwerk. Jeder kennt seine Aufgabe. Die genaue Vorarbeit zahlt sich aus. Bisher war dieses System nur auf Baustellen zu finden. Für Kunstausstellungen blieb es bis jetzt die schöne Theorie von Christian Zott, der nicht nur Kunstsammler, sondern auch erfolgreicher Logistikunternehmer ist. Aber ab heute muss sich das System in diesem Umfeld beweisen. Allein, wenn in der Planung etwas vergessen wurde. Ein Bauteil, ein paar Schrauben, ein Plan, eine Skizze. Dann sind die Wege lang, um einen brauchbaren Ersatz zu beschaffen. Lang sind die Wege Venedigs in jedem Fall. Kein Lastenfahrstuhl, keine Hebebühne. Kahn und Karre sind seit Jahrhunderten des Venezianers bevorzugte Transportmittel. Heute natürlich weitgehend motorisiert, aber alle 60 Stufen hoch in die Vorhalle der Bibliothek müssen Schritt für Schritt genommen werden. In den ehrwürdigen Räumen wird mit größter Sorgfalt gearbeitet. Die italienische Museumsbürokratie ist höchst kritisch und verzeiht keinen Kratzer auf dem alten Marmorfußboden. Sogar unter den Holzleitern ist Filz verklebt und nichts wird direkt auf dem Boden abgestellt. Entlang der fertigen Pläne wird das System zügig zusammengesetzt. Der Platz für die Gemälde bleibt passgenau ausgespart. Das Team, was diesen Vorgang zum ersten Mal durchführt, arbeitet routiniert, als hätten sie nie etwas anderes gemacht. Das beweist die Praxistauglichkeit des Systems, das jetzt durch Christian Zott erstmals im Zusammenhang mit einer Kunstausstellung eingesetzt wird. Es ist so angelegt, dass es höchst flexible und von den Gegebenheiten unabhängige Anwendung erlaubt. Die fast werkzeugfreie Montage, die gute Balance zwischen Stabilität und Gewicht ermöglichen einen zügigen Aufbau. Der raue Industriecharme der Oberflächen konkurriert nicht mit der Renaissance.
Die schwarzen Gitterflächen mit den roten Verbindern werden in ihrer nüchternen Sachlichkeit auch den Bildern keine Konkurrenz machen. Bevor die Bilder kommen, muss noch eine andere Welt bewegt werden. Die kostbaren alten Globen, die hier verschoben werden, wurden von Vincenzo Coronelli in der Barockzeit geschaffen. Es sind Unikate und unwiederbringlich. Sorgfalt ist Pflicht. Am nächsten Morgen ist es soweit. Vorsichtig werden die schweren Transportboxen mit den Bildern ausgeladen und treten den Rest der Reise über den Markusplatz an. Es wird immer deutlicher, was alles dazugehört, um eine derartige Ausstellung ans Licht zu bringen. Es gibt hier kein eingespieltes Museumsteam, das die Aufbauarbeit übernimmt, wie es an vielen Ausstellungsorten üblich ist. Alles muss aus eigenen Mitteln finanziert und organisiert werden. Das und die beschränkte Infrastruktur war bekannt und wurde bei der Planung bis ins Kleinste berücksichtigt. Das Team arbeitet jetzt in unterschiedlich großen Gruppen parallel. Während die einen die eingepassten Boxen mit den Gemälden schon vom Staub befreien, werden von anderen Balken passgenau auf den Oberkanten verlegt, um die langen Strecken der Wand zu stabilisieren. Andere kümmern sich um die Beleuchtung und bereiten die Montage vor. Wieder andere bauen die restlichen Gemälde weiter in die Systemwände ein. Tatsächlich fehlt das an einigen Schrauben. Aber tief in den Gassen Venedigs findet sich ein klassischer Eisenkrämer, der vielleicht behilflich sein kann. Schaut schlecht aus, er hat Schrauben. Die längsten Sechskant, wo er hat, sind M10x70. Ja, und das langt da nicht von der Stückzahl her. Aber ich nehme mal mit, was es ist, was er da hat. Auf dem San Marco ist inzwischen das letzte und größte Bild der Ausstellung angekommen. Es wird in der Box nicht durch den verwinkelten Eingang passen und muss vorher entpackt werden. Es ist ein Schwergewicht in der Handschrift Heinrich Campendongs und thematisiert die Künstlergruppe Der Blaue Reiter. Stück für Stück geht es aufwärts, wieder 60 Stufen, bis das Bild seinen eingeplanten Platz findet. Zur Sicherheit werden die großen Gemälde passgenau mit der Wand verschraubt. Bewegungen des Bildes werden so ausgeschlossen. Noch einmal durchsaugen, der Marmor wird vom Staub befreit und glänzt wie am ersten Tag. Ordnung muss sein. Außen an der Fassade wird das Banner befestigt. Und am Abend wird eröffnet. Der Andrang ist groß und die Faszination, 2000 Jahre Kunstgeschichte in derart kompakter Form zu genießen, ist beachtlich. Und was kann schöner sein, als dieses erfolgreiche Ereignis mit einem lauen Abend am Canale Grande abzuschließen?